Ich habe, dass du hier bist. Du musst es leider auf die letzte Stelle, weil natürlich alle Leute darauf warten. Wann kommt denn endlich Harpe? Du hast ja groß für große Aufregung gesorgt, gerade am Anfang des Jahres. Ich, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt warst. Es gab das Gerücht, ein Harpe Kerkeling, also jemand, der sich jedenfalls so genannt hat, hat bei Facebook ein flammendes Plädoyer für unseren Bundespräsidenten Christian Wulff reingesetzt. Und die Frage ist bis heute, warst du das wirklich oder war das irgendeiner, der deinen Namen benutzt hat? Also das ist und war meine private Facebook-Seite. Und in der Tat, das habe ich auf meiner privaten Facebook-Seite geschrieben, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt von Facebook gesperrt wurde. Nee, was? Von Facebook, nicht von dir? Nein, nicht von mir. Facebook hat sie gesperrt. Und warum hast du das gemacht? Warum war dir das ein Bedürfnis? Also das war mir aus folgendem Grunde ein Bedürfnis. Ich hatte das Gefühl, dass diese Debatte um den Bundespräsidenten unverhältnismäßig hochgekocht wurde und man den Eindruck gewinnen konnte, es ging nicht mehr so sehr darum aufzuklären, was da nun passiert ist oder nicht, sondern es ging darum, ja, den Bären nun zu erlegen und sich das Fell zu teilen. Und das hat mich so geärgert, dass ich an meine Facebook-Freunde geschrieben habe. Gab es Reaktionen? Also nicht mal nicht die normalen Pressereaktionen? Es gab ganz heftige Reaktionen und dann wurde eben recherchiert und ob ich das nun sei oder nicht. Daraufhin habe ich mich nicht gemeldet und gedacht, lass sie doch mal recherchieren. Schön, dass du es jetzt hier endlich gelüftet hast, das Geheimnis. Aber Christian Wulff hat sich nicht bei dir persönlich gemeldet über Facebook. Konnte er nicht, die Seite ist ja gesperrt. Ach ja, ist ja gesperrt, genau. Nein, die Sache ist ja, die, er ist ja einer, also die Medienhysterie, muss man sagen, ist ja wirklich sehr groß.